Hallöchen, willkommen zurück zu Aries Action. Ich bin ganz gechillt. Yep. Ungefähr so war das gerade zweimal. Ich wollte eigentlich nur in die... ins Level, damit ich beenden kann, weil hier im Overworld-Dingsbums kannst du das nicht. Deswegen haben wir ein klitzekleines bisschen Diskrepanz, was unsere Leben angeht. Oh, Hinweise schreiben ist ganz schön... Blah. Gut, keine Hinweise mehr. Sagen wir einfach mal, dieses Level ist einfacher als das letzte Level. Nimm dir Zeit. Ach du Kacke. Wieso hat das beim ersten Mal nicht getriggert? Ach, wahrscheinlich war ich eher hochgesprungen. Ja, okay, okay, okay. Ganz schön fies. Das da oben soll dann auch nur ablenken und verarschen. Nein? Was? Das ist legit? Ah, no! No. Oh, fuck. Jetzt dachte ich gerade, ich hätte den Block getroffen. Mhm. Also, entweder durchlaufen oder springen. Was? Das ist doch... Aber das Spiel ist geil. Das ist so mies. So mies. Aber man will das dann trotzdem irgendwie schaffen. Mist. Dammit. Und es ist auch nicht frustrierend. Oh. Es ist nicht frustrierend in dem Sinne, dass du denkst, oh, ich deinstalliere die Scheiße. Oh, oh. Shoot. Man will das einfach lösen. Und wenn man 300 Mal gestorben ist... Mist, also so geht das schon mal nicht. So geht das nicht. Oh. Die erste Stelle, ne? Okay, da kommt jetzt noch einer runter. Oh, ist das ein Springer? Nee. Ich vertraue den Blöcken nicht. Ich dachte, ich stehe weit genug weg. Du musst ihn also auffangen, bevor er den Boden berührt. Okay. Aber, weil ich ja die Achievements haben will, gucken wir mal, was passiert, wenn wir da drauf hüpfen. Okay, kein Achievement wert, aber sehr lustig gemacht. Sehr lustig gemacht. Ich, oh oh. Oh. Man kann es also auch so machen. Okay. Zwei Wege, die Falle. Was? Ich habe den Grab-Button dreimal gedrückt. Die kann man nicht grabben. Nope. Okay, was machen wir da? Okay, man kann es doch grabben. Man sollte aber vielleicht die richtigen Blöcke wegsprengen, oder? Ja, moin. Ja, moin.
Also höchstwahrscheinlich nicht springen dabei. Was? Also, das Einzige, was wir da ein bisschen... Okay, zwei Dinge. Zwei Dinge, die... Oh, nicht so toll sind in dem Spiel, ist A, dass du mit dem Analogstick spielen musst. Aber ich glaube schon fast, dass das gewollt ist, um noch mehr Schwierigkeit reinzubringen und noch mehr Frust. Was auch blöd ist, ist die Mechanik mit dem Zugreifen. Schön und gut, dass man Sachen aufheben kann. Aber nicht so geil. Aber eben nicht so geil, wenn man das so seltsam macht, dass die Hitbox komisch ist. Okay, die vorderen zwei sind schon mal fake. Alles ist fake. Ah! Echt jetzt? Echt jetzt? Komm, da ist ja noch einer. Das macht das Spiel richtig gut. Das macht das Spiel verdammt gut, dass du denkst, haha, ich hab dich durchschaut. Und dann trickst ein das Spiel aus. Oh, du konntest da nicht springen. Ich konnte da nicht springen, weil Eri ganz kurz in der Luft war, als das Ding beschleunigt hat. Oh. Da, genau die Stelle. Was hat's jetzt mit dem auf sich? Ach, den brauche ich, um da... Nein! Die Blöcke, wo der nämlich draufgelaufen ist, sind hundertprozentig auch solche Blöcke. Da, wo du einfach nicht selber drauflaufen kannst, aber Gegner. Shit. Okay. Shirodi! Mo. Also, Memo an dich selbst. Geronimo ist kein guter Weitspringer. Müssen wir mal gucken, wenn wir ein bisschen schneller laufen als der komische Bär, dann könnten wir uns auch hinter ihn stellen und dann Gas geben. Ja, wir sind ein bisschen schneller. Nice! War klar. Drehen die Stacheln um? Nope. Oh Gott. Ihr Penner. Ihr Penner. Ja.
Mist. Jetzt konnte ich nicht springen, warum auch immer. Und ja, scheinbar kann man die Teile hier holen. Ach, jetzt hätte ich springen können. Ich dachte, das wäre wie mit den, nennen wir es mal, Biskuitstangen vorher. Das Ergi ganz kurz. Oh. Gibt's hier noch? Nee. Oh. Der hat gesagt, es gibt keine Hinweise mehr. Das heißt, das wird eine Falle sein, oder? Nee. Wusstest du, dass du blau gefärbte Geister hochheben kannst? Und es gibt eine Bonus-Stage rechts von uns. Ja. In der Vase. Hä? Hat sich gerade der Boden etwas bewegt? Die kann man aufheben. Ja, dann müsste ich halt mal wieder herschießen, hallo? Oder war das die einzige Chance? Das mit dem Geist ist hundertprozentig fake gewesen. Wir kommen auch so hier hoch. Erwartet mich hier wieder der Tod? Willkommen zu Flower Bonus Stage. Ja. Danke auch. Schön. Das mit den blauen Geistern probieren wir jetzt einfach mal. Tatsache? Ich Vollidiot. Aber wofür sollen wir den brauchen? Ich dachte, die verarschen uns. Wofür ist der Geist gut? Moment. Habe ich den? Nein. Ich dachte, wir könnten den vielleicht mitnehmen und wie auch immer da unten reinschleudern, aber... Nice. Kann man auf den Geistern... Kann man da drauf hüpfen? Tatsache. Okay. Nee, das bringt mir nichts. Da, der ist halt ein bisschen höher. Okay, man kann hier hoch. Das ist aber nur für den Edelstein. Ja, Ast rein. Muss man den Edelstein behalten und ins Ziel kommen, oder? Nee, den haben wir eingesammelt. Okay. Der erste von 7, glaube ich. Zumindest ist es so, wenn du das Spiel neu startest, dann startest du halt auch mit minus so und so viel Leben. Aber in Eris Haus, und dir wird am Anfang gezeigt, Edelsteine 0 von 7. Also in meinem Fall 0 von 7. Müssen wir da rechts hoch? Ja. Okay. Jeez. Ja gut, aber keine Viertelstunde. Ist okay für eine Stage. Was kommt jetzt? Okay, wir werden nicht auf der Oberwelt getötet. Nice. Stopp! Ha!
Gut gemacht, so weit zu kommen. Alrighty! Ich kämpfe selbst gegen dich. Das dachte ich schon, ich muss jetzt schon springen. Das ist cool. Besiege Artie in 5 Turns. Oh, wir sind gestorben. Der hat nur einen Damage genommen. Okay. Wir verstecken uns mal. Können wir das? Naja. Erstmal rausfinden, was wie viel Schaden macht. Also. Jump. Das macht 800. Du machst 200. Oh. Okay, warum auch immer Artie jetzt sofort zugeschlagen hat. Dann machen wir folgendes. Magie. Wir schützen. Und springen. Okay, Artie ist charging a magic attack. Muss ich mich jetzt einmal verstecken? Ja, das wird jetzt schwierig. Vor allem, der haut ja alles one hit weg. Komm. Explodieren, springen. Haha, keinen zum Angreifen. Aber trotzdem, wer hat noch so viel Life? Noch zwei Runden. Come on! Wie? Kann ich hier noch weiter runter? Nein. Kann ich nach links, rechts irgendwo? Nein. Alle möglichen Tasten ausprobieren. Du kannst auch defenden. Das probieren wir jetzt mal. Alle heilen, das bringt sowieso nichts. Ich weiß jetzt einfach, was da passiert. Ja, das Problem ist... Ach, warte mal. Macht der immer dieselbe Reihenfolge? Zuerst angreifen für 1001. Dann können wir... beschützen... und wegspringen. Dann hat er nämlich nur den blauen. Wobei, dann hätte ich... Er macht aber mehr Schaden jetzt. Nicht mehr 1001. Das ist doch kacke. Jetzt hat er mehr als 1001 Schaden gemacht. Ist egal. Dann müssen wir das anders angehen. Aber das ist doch auch scheiße. Ja, für halben Schaden. Jetzt charge deine Attacke, glaube ich.
Okay. Dann sollte ich mich verstecken. Explodieren. Springen. Und jetzt macht er 1001 Schaden gedöhnt mit der Volt-Attacke. Ja. Und nu? Wir probieren mal einfach nur Magie und Angriff. Ah, das ist schon zu spät. Sollen wir bei der Super Special Attack einfach uns verstecken? Oh, warte mal. Wir können Helfer 1 auch heilen. Wir können ihn auch heilen. Der Magieangriff, der machte... Oh, wie viel machte der denn? Den werde ich sich überwinden, das setzt mal einfach so aus. Ungünstig! Ungünstig. Jetzt kommen die 1000 Volt, ne? Hm. Oh, ich meine 100.000 Millivolt. Sind das 1000 Volt? Naja, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist der richtige Anfang. Vielleicht auch nicht. Komm, egal. Greift er eigentlich jedes Mal den gleichen an? Falls ja, machen wir das mal so und hoffen, dass er auf Hähnchen geht. Ne. Nope. Sofort auf RI. Mhm. Soll ich den Helfer dann opfern? Also ich probiere Folgendes aus. Ungünstig. Dezent ungünstig. Ich glaube, du musst die Explosionen von deinen Helfern gut mit reinbringen. Okay, was macht er jetzt? Ach. Ach, das trifft auch, wenn man sich versteckt. Ha. Das ist ungünstig. Ich lass die Heilung mal weg. Du versteckst dich. Du explodierst und du springst. Und nu? Ja, jetzt kommt die 100.000 Volt, ne? Ja, hm. What the hell? Wieso bin ich nicht draufgegangen?
Okay. Ich habe einen Erfahrungspunkt gekriegt. Wertlos. Ja gut. Ich dachte, ich spreng mich damit selber, aber dass die letzte Runde die Sprengung uns nicht beeinträchtigt? Ja gut. Huh. Interessant, interessant. Wir machen jetzt hier schon mal Schluss, denn scheinbar ist das hier das letzte Level. Gucken wir uns nächste Folge an. Macht's gut, bis dann und ciao.